Okay, jetzt nehme ich auf. Ah, oh, hier kann man heranzoomen. Das ist halt krass, wenn du Seitenverkehr ziehst, du hast ja völlig andere Aufzüge. Also du musst dann immer umgedreht denken, weißt du? Ja. Weil du drehst ja so, drehst du ja den Kopf, die Steuerung bleibt ja quasi die gleiche. Ja. Wenn ich fliege, ich versuche immer, natürlich wenn man lernt, ne, die muss immer nicht gegen dich. Ja, links, rechts, ist klar. Na? Okay. Ja, guck mal, jetzt blinkt da schon rot, das heißt also, der Akku neigt sich dem Ende. Also je nachdem, was für Flugmodi, sag ich mal, weißt du? Alter, aber das Ding eben, was der gemacht hat, das war immer richtig krank. Der hat ja einen Rückwärtssalto gemacht. Und ich habe den nur noch gefangen, weil ich umgeschaltet habe, wieder auf GPS-Modus. Ich hab's gesehen, die ist Richtung Erde sozusagen. Also, ich lasse sie jetzt so lange schweben, bis sie von alleine runterkommt, weißt du? Also, ich muss halt ermitteln, wie viel Zeit ein Akku ist. Geil. Jetzt senken. Senken. Senken mal. Gib voll Gas. Ja, ja. Herzklopfen, ey. Als erster Flug, wa? Ja. Was hast du früher geflogen? Früher habe ich einen Blade gehabt zum Fliegen. Den, mit dem ich auch die anderen Aufnahmen gemacht habe. Der hat auch diese Modis hier quasi. Das ist der GPS. Das ist die Attitude. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen agiler. Ja, der hat noch einen Akku. Ja. Wenn er rot blinkt, gehst du schon gescheit auf jeden Fall. Ja, und manuell, sag ich mal, den schalte ich jetzt nicht nochmal ein, weil der war ja ein bisschen heftig. Dann kriegen wir jetzt beim zweiten gleich mal die Kamera auf, wa? Versuchen wir jetzt den Koffer zu landen. Guter Pilot. Ich hab keinen Zellen mehr, sie redet rein.